Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ja, wenn der Elektromobilitätsberater K.D. Schmitz ruft, dann bin ich natürlich auch da und heute hier bei der eierlegenden Wollmilchsau Auflage Nummer 2, dem Kia e-Soul. Ja, und jetzt zeige ich euch erstmal was über das Auto, was da alles drin steckt. Übrigens, wir haben es hier mit der Spirit-Variante zu tun, mit dem 64 Kilowattstunden Akku und 150 kW im Launch-Paket. Also dann, seid gespannt, was kommt. Ja, hier haben wir noch mal ein Bild vom alten Kia Soul EV und hier kommt der neue Kia e-Soul. Ja, herzlich willkommen hier zum neuen Kia e-Soul mit einer Menge Platz. Ich sitze hier richtig wie angegossen in diesem Auto, kommen an alle Pedale ran. Hab den Sitz hier richtig eingestellt. Ich könnte sogar noch weiter nach hinten fahren. Das will ich gar nicht, weil ich nicht so gerne gestreckt sitze. Ich mag eher so das erhöhte Sitzen. Und der Sitz ist einfach genial. Man kann ihn komplett elektrisch verstellen. Wir haben hier übrigens das Lounge-Paket drin. Sprich, eine Teillederausstattung mit Chromtürgriffen außen dran. Ja. Ansonsten kennen wir eigentlich schon alles, optisch haben wir es schon mal gesehen. Der Wagen ist einfach perfekt und jetzt setze ich mich noch mal hinten hin. Ich habe ja hier oben richtig schön viel Platz. Also ich kriege hier locker eine Faust noch dazwischen. Ich habe den Sitz übrigens hinten ganz unten. Ich könnte ihn jetzt auch noch hochfahren, will ich aber gar nicht. Also ja, ich könnte ihn auch noch hochfahren, das stimmt. Also ich habe hier Platz ohne Ende, wie gesagt. Total klasse, aber ich habe lieber die Oberschenkelauflage, so rum, etwas bequemer. Jetzt gehe ich noch mal nach hinten. Wie gesagt, der Sitz ist immer noch so da, wo er steht. Ich stelle euch gerade mal ein wenig um, dass ihr das auch seht. Ups, so. Und jetzt kommt das Neueste, die Rücksitzbank. Seht ihr die auch richtig? Ja, das ist das Ding, wo man sich gleich mit dem Popo draufsetzt. Diese Rücksitzbank hier ist viel straffer und höher. Das heißt, ich sitze viel höher in dem Auto und habe die Füße unterm Sitz. Ich habe hier oben ja eine halbe Faustbreit Platz bis zum Dach. Aber im Ganzen gesehen ist die Rücksitzbank ja viel besser. Was so ein bisschen mir nicht gefällt, ist, dass die Lehne zu weit nach hinten geneigt ist. Das ist aber reine Geschmackssache. Ansonsten materialienmäßig, ja, das ist alles Plastik, aber es wirkt optisch sehr gut. Ich zeige hier auch gleich noch ein bisschen was vom Innenraum. Und ich finde ihn einfach genial. Der ist viel besser wie der alte. Kommen wir jetzt noch mal zum Kofferraum. Hier unten reingreifen. Dann öffnet er, der Deckel geht schön schnell hoch. Bekanntes Bild, wieder die wickelbare Ablage, die man dann einfach hochstellen kann und man kommt bequem ran. Hier innen drin geht es natürlich noch weiter. Wir haben wieder 4 Verzoösen. Die sind komischerweise hier an dem Ding dran. Ich weiß nicht, was sich Kia und Hyundai dran gedacht haben, die Dinger hier zu montieren. Im alten waren sie am Fahrzeug selbst befestigt. Hier sind sie halt auf dieser Pappe drauf. Was ich toll finde, man kann diese Pappe hier auch einmal wieder hochstellen. Dann haben wir hier unten den ganzen Kram drin mit Ladekabel. Das nehme ich gerade mal raus. Und jetzt können wir den Laderaum erweitern, was gar nicht geht, doch, indem wir es einfach nach unten legen. Ja, hier kriegt man jetzt schon mal mehr rein von der Höhe. Ich habe jetzt kein Maßband dabei, aber das sind hier locker 20 cm, die man gewonnen hat von der Auflage hier oben bis hier runter. Wir können jetzt tiefer laden, können trotzdem immer noch hier unten ran. Wenn wir da unten das Ladekabel drin haben, ist es allerdings jetzt eingeschränkt. Man müsste es dann ein Stückchen vorziehen, aber es funktioniert alles hervorragend. Was wir auch machen können, ist jetzt hier einfach mal die Abdeckung rausnehmen. Das geht ganz einfach. Und dann können wir hier auch noch umklappen. Das geht einfach von hinten umlegen mit den Riegeln. Die nehmen wir nochmal runter.
klappen jetzt um und haben jetzt allerdings keine ebene Ladefläche. Aber das können wir wieder viel besser gestalten, indem wir das wieder nach oben packen. Und da habe ich auch gerade unten noch was entdeckt, das zeige ich euch. Jetzt hat man eine nahezu ebene Ladefläche. So, was haben wir noch? Wir haben hier im Laderaum noch eine Steckdose drin. Auf der linken Seite, wo wir noch Geräte anschließen können. Und auf der rechten Seite, zeige ich euch auch nochmal, haben wir die große Box von Harman Kardon Audiosystem. Was ich jetzt hier unten noch entdeckt habe, gucken, ob wir das so noch mit reinkriegen. Wenn wir den Laderaumboden hier mal runternehmen und ganz unten reinpacken, haben wir hier unten massive Zurösen drin. Das hat, glaube ich, bisher noch keiner so richtig gesehen. Weil eigentlich immer nur die auffallen, die hier auf diesem Brett drauf sind, aber die scheint für leichtere Sachen zu sein. Und wenn man schwerere Sachen lädt, kann man die nämlich zum einen hier unten reinpacken. Hat hier die massiven Zurösen, die am Fahrzeug befestigt sind. Und gleichzeitig stützt die Rückwand auch noch gegen Vorrutschen des Ladegutes. Clevere Lösung. So, den Laderaum jetzt einfach wieder mal kleiner gestalten, alles wieder einräumen. Geht ganz einfach, einfach nur vorziehen, hochnehmen, oben drauflegen, reinschieben. Fertig, wobei der Ladeziegel muss wieder rein. Dann passt das hier. Übrigens clevere Lösung, damit man den Gurt nicht einklemmt, wenn man die Bank umlegt bzw. da aufstellt, gibt es hier einen Gurthalter. Und den gibt es auf beiden Seiten. Dann klappt es auch mit dem Aufklappen der Bank. Hier das gleiche, einen Gurt einlegen hier hinten. Dann kann man hier einfach, das geht sogar, dran ziehen. Und man klemmt sich den Gurt nicht ein. Übrigens, der mittlere Gurt ist hier in der Rücksitzbank. Sehr schöne Teillederausstattung. Jetzt legen wir hier die Hutablage wieder drauf. Hutablage hört sich auch toll an. Wer fährt noch mit Hut? Ah, man muss sie nicht runterdrücken, sondern sie rutscht alleine da unten irgendwann rein. So, ist ein wenig Gummi geführt. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Naja. Ah, okay. Rastet doch noch ein. Wirklich sehr gut gemacht. Hier haben wir noch einen praktischen Griff zum Zuziehen der Heckklappe. Klappt sogar. Ja, im Großen und Ganzen ein wirklich sehr gelungenes Auto. Auch wenn wir uns jetzt hier die Heckpartie ansehen, es ist eine wunderschöne Form geworden. Ich finde, er wirkt viel größer wie der alte. Jetzt liegt das aber vielleicht auch daran, dass es hier eine blaue Lackierung mit schwarzem Dach ist. Was gleichzeitig dazu führt, dass das Fahrzeug auf keinen Fall ein Schiebedach haben kann, was wiederum für mehr Innenraumfreiheit sorgt. Wobei, wenn man da eine Faustplatz hat, das Schiebedach nimmt ungefähr 4 cm weg. Also man könnte sich durchaus für die Variante mit Schiebedach entschließen, weil man ganz einfach genügend Kopffreiheit in dem Auto hat. So, ja, hier von Ausstattungsvariante. Wie gesagt, wir haben die Spirit-Variante mit dem Lounge-Paket. Ich zeige nochmal, woran man es von außen erkennt. Von außen haben wir hier die Chromtürgriffe dran. Die gibt es nur ausschließlich beim Lounge-Paket. Es ist eine limitierte Auflage und wird so, wie ich das verstanden habe, die Erstausführung sein, die an die Händler geliefert wird. Noch weiter zu erkennen, eigenes Merkmal des Lounge-Paketes sind die Teilledersitze. Das heißt, hier außen, die Außenflächen sind im Leder gehalten und die Innenflächen, die Sitzflächen sind mit Stoff bezogen. Was wir hier auch haben im E-Soul, ich muss mal gucken, ob ich das so reinkriege. Da haben wir in der Mittelkonsole hinten vor dem mittleren Sitzplatz haben wir eine Steckdose für USB zum Aufladen. Was auch diese Ausstattungsvariante nicht hat, so wie schon beim Vorgänger auch, das ist eine Mittelarmlehne hinten, die fehlt hier. Die bekommt man hier leider nicht.
So wie der Kia e-Niro wird auch der Kia e-Soul mit allen Sicherheitsfeatures serienmäßig ausgestattet. Das heißt, wir haben ESP drin, wir haben hier die Fußgängerwarntöne, dieses, weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Wir haben ein Head-Up-Display, was den Fahrern den Blick geradezu aus dem Fenster ermöglicht und trotzdem kann er die wichtigsten Informationen entnehmen. Wir haben ein Blindspot-Warning, also ein Totwinkelwarner für die Leute, die den Kopf nicht mehr richtig bewegen können. Dann haben wir einen Spurhalteassistenten, den wir einschalten können. Und dann geht es hier innen drin noch weiter mit weiteren interessanten Ausstattungsmerkmalen. Das Lenkrad ist natürlich wieder höhen- und längsverstellbar, wie man das ja schon vom Kia Soul EV gewöhnt ist. Hier auf der linken Seite haben wir alles, was mit Akustik zu tun hat. Also wir können die Lautsprecher stumm schalten, also die Mute-Funktion ist hier drin. Wir haben die Freisprecheinrichtung für Telefon. Wir haben die Voice Control, beziehungsweise wir können halt hier über Sprachbefehle die Navigation starten. Dann haben wir hier Laut- und Leise-Funktion. Wir haben hier auf der rechten Seite haben wir das Bedienfeld für die wichtigsten Fahrmodi beziehungsweise für Tempomaten. Wir haben den Abstandstempomaten drin, den können wir hier mit regeln. Wir haben halt immer eine Plus- und Minus-Taste hier in der Mitte drin, beziehungsweise okay. Wir haben hier das Menü, was wir antippen können und dann können wir halt drin rumblättern. Wir haben hier den Tempomaten, den können wir hier einschalten und dann halt Plus und Minus wählen, ob wir die Geschwindigkeit pro Stundenkilometer erhöhen wollen oder aber wenn wir länger draufhalten, geht es immer in 10 Stundenkilometer Schritten. Hier unten schalten wir den Tempomaten wieder aus, wenn wir sehen, wir müssen jetzt doch mal irgendwie an der roten Ampel anhalten. Das Auto würde es halt von alleine nicht tun. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wir haben ja hier wieder, was heißt wieder, wir haben hier den neuen Innenraum, den ich wirklich sehr gelungen finde. Die Lautsprecher, die wir hier sehen, mal die Tür zu machen, die jetzt hier übergehen in die Seitenteile der Tür, also in die Türverkleidung. Die Lautsprecher haben so ein bisschen die Anmutung wie die alten Turmlautsprecher, die hier drin waren, beziehungsweise unten waren ja die Düsen und hier oben waren die Lautsprecher drauf. Das ist jetzt halt eine etwas neue Designsprache. Wir haben ansonsten alles wieder so am gewohnten Fleckchen hier. Wir haben hier halt den Lenkstockhebel auf der linken Seite. Da können wir das Licht mitsteuern, dass wir Automatik haben, dass wir Standlicht haben, Abblendlicht. Wir haben hier von beiden Seiten übrigens bedienbar, finde ich sehr schön, können wir Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer dazu schalten. Und wir haben natürlich auch noch Fernlichtfunktionen hier drin und wir haben hier auf der rechten Seite den Lenkstockhebel. Da bedienen wir halt die Wischerelemente vorne und hinten. Wir haben ja auch hinten einen Wischer dran. Wir können hier den Intervall regeln. Wir können das Ganze auch auf Automatik stellen und brauchen uns um den Wischer überhaupt nicht zu kümmern. Wunderbar. Bring gleich den Schlüssel. Hallo. Da haben wir den Elektromobilitätsberater schlechthin. Ich komm gleich. Hier, das möchte ich euch auch nochmal einfangen. Das ist der Totwinkelwarner, der sitzt außen in den Türspitzen, wollte ich schon sagen, in den Spiegelspitzen drin. Und da haben wir halt, wenn wir uns nicht drauf verlassen können, dass unser Kopf noch funktioniert, sagt uns das Teil denn rechtzeitig Bescheid nach dem Motto, hallo, da ist noch ein Auto neben uns, nicht rüberziehen. Jetzt wollte ich euch das nochmal zeigen, das habt ihr wahrscheinlich eben noch nicht so ganz gesehen. Wir können die Spiegel einklappen, dafür gibt es hier einen kleinen Schalter, das ist dieser hier, man sieht es gerade nicht, weil ich einen Finger drauf habe. Der kleine Schalter hier, wenn ich da drauf drücke, passiert Folgendes. Ja, also das finde ich praktisch. An meinem Volvo muss ich immer rumlaufen, das von Hand machen. Und wenn ich losfahren will, drücke ich einfach wieder drauf. Sehr praktisch gelöst. Ja, die Düsen kann man hier nicht direkt zumachen, sondern man geht einfach nach links. Jetzt sind sie zu. Da gibt es ja ein Knacksen. Jetzt sind sie verschlossen. Also man muss sie ganz nach links drehen. Ja, hier ist das Knacksen ein bisschen leiser. Gleiches ist auch mit den seitlichen Düsen. Die sind halt nach links. Da hört man das Knacksen wieder. Sind sie verschlossen? Ja, elektrische Spiegel habe ich ja schon gesagt. Also wir sehen jetzt gerade im rechten Spiegel nicht viel. Was es hier auch wieder gibt,
sind diese, ich bin begeistert, diese Spiegelbeleuchtung. Und wenn ich jetzt mein schönes Outfit nicht mehr sehen möchte, klappe ich das Ding hier einfach zu. Ich bin sowieso geblendet von Schönheit. Und wenn ich den jetzt hier zuklappe, dann sollte eigentlich das Licht ausgehen. Oh Leute, es geht nicht zu. So rum. Man muss ihn natürlich auch erstmal einhaken. Dann geht das Licht aus. Und hier sieht man das auch schön. Eine Besonderheit bei diesen Sonnenblenden will ich euch gerade noch bringen. Die will ich euch nicht vorenthalten. Ihr könnt diese Sonnenblenden nämlich ausziehen. Das geht beim Kia e-Niro nicht, aber beim Kia e-Soul. Ist doch genial. Live in Berlin, der e-Soul. Genau. Beim E-Mobilitätsberater. Wunderbar. Mit Uvo übrigens. Du kennst ihn schon? Hast ihn schon mal durch? Oder? Ja, etwas, aber nur die Display-Aufteilung etwas untersucht. Also man kann jetzt mehr auch wischen, das finde ich total super. Was ich auch genial finde, wir können jetzt hier endlich mal die Innenraumbeleuchtung etwas stylisch anpassen. Das ging ja vorher nur mit diesen Drehschaltern. Ich weiß schon, ne? Ahnung, mach mal weiter. Ich habe sowieso... Ich mach mir wir können Geld, ja, Geldsparprämien als VR. Ja, mach mal lieber Geldsparprämien. Ich zeig dir hinterher, wie das Auto funktioniert. Okay, wir sehen uns gleich. Ciao, ciao. Ja, das war Kadi Schmitz, der kommt auch gleich wieder. Der Elektromobilitätsberater hier aus Berlin und der natürlich auch sehr stark hier mit Kia Dinebier zu tun hat, aber sich auch mit anderen Marken auskennt. So, hier haben wir halt, wenn wir jetzt das Farbschema für die Beleuchtung, ich muss mal Licht anmachen, sonst funktioniert das nämlich, glaube ich, gar nicht. Kann man das sehen? Man kann hier auch hoch und die Stufe mal, na, man sieht es jetzt gerade, glaube ich, nicht. Nee, also irgendwie ist hier gerade, na gut, ich probiere mich ja gerade erstmal durch, ich habe das jetzt auch das erste Mal. Wir haben hier verschiedene Farben, die wir wählen können, wir können es aber auch lassen und sagen, das interessiert uns alles irgendwo nicht. Wir haben hier die ganzen Einstellmöglichkeiten, Fahrinfos, da wird uns gezeigt, wie wir halt rekuperiert haben, wie wir beschleunigt haben, alles was wir falsch gemacht haben, wird hier angezeigt. Und Standzeit eine Minute, klar, so lange stehen wir. Wir können auch immer wieder hier draufklicken und dann kommt immer diese Grundanzeige raus mit dem Akkustand und der Reichweite. Momentan sind es 233 Kilometer. Ihr könnt jetzt anfangen zu rechnen. Bei 53% Akkukapazität. Das muss man sich mal reinziehen. Die nächste Ladesäule sind 1,3 Kilometer. Eine RWE ACE Ladestation kann man sich hier auch gleich anzeigen lassen. Ich finde diese Kombination oder diese Verknüpfung, die jetzt neu gemacht wurden, finde ich total genial, dass man halt wirklich nicht mehr hin und her springen muss, sondern man ist gleich da drin und kann halt sagen, ich will jetzt hier in der Nähe irgendeine Ladesäule haben und guck mir mal an, was es da Schönes gibt. Wir sind hier übrigens live verbunden. Ich versuche das mal zu zoomen. Wir haben hier ein LTE-Netz und wir kriegen Daten rein und es werden auch Daten gerade scharf stellen, da kann man sehen, wir haben hier vollen Empfang mit LTE und der Daten ist gerade ein Balken weggegangen, okay, zu früh gefreut. Ja, das ist das neue System, finde ich total genial. Ich habe ja vorher schon den Kia e-Niro gefahren gehabt. Da fand ich das ja ein bisschen altbacken, aber der Kia e-Niro bekommt für alle, die sich den noch kaufen wollen oder schon bestellt haben, der bekommt das Update ja auch mit rein. Der bekommt auch halt diese neue Software mit UFO rein, was ich total genial finde. So, jetzt können wir hier wieder zurückgehen. Da gibt es halt immer hier oben links die Rückschritt-Taste. Und dann sind wir wieder im Menü drin. Wir können hier auch Sprachoptionen machen. Wir können auch Folgendes machen. Sprechen Sie einen Befehl. Navigiere zu Kurfürstendamm 100. Mit einem Abonnement für Juvo sind bessere Suchen nach Netzwerken möglich. Bitte nennen Sie eine Kategorie. Navigation. Ich habe Sie leider nicht gut verstanden. Sprechen Sie Ihren Befehl bitte noch einmal lauter und langsamer. Navigation. Die Hintergrundgeräusche sind zu laut. Schließen Sie bitte gegebenenfalls das Fenster, drücken Sie dann auf. Okay, das hat jetzt irgendwo nicht so ganz hingehauen, glaube ich. Ich habe Sie leider nicht gut verstanden. Sprechen Sie den Befehl bitte noch einmal. Navigation. Ich habe Sie leider nicht gut verstanden. Sprechen Sie Ihren Befehl bitte noch einmal lauter und langsamer. Ladesäulen.
Die Hintergrundgeräusche sind zu laut. Schließen Sie bitte gegebenenfalls das Fenster, drücken Sie dann auf die Taste und versuchen Sie es erneut. Okay, also ich habe, man muss jetzt dazu sagen, das System ist, glaube ich, noch nicht ganz installiert, beziehungsweise noch nicht freigegeben. Ich finde es gerade ein wenig lustig. Ich drücke nochmal drauf und Ladestation heißt, okay. Sprechen Sie einen Befehl. Ladestation. Sagen Sie die Zeilennummer des Eintrags. 3. Sie werden zum dritten Ziel auf der Liste navigiert. Okay, das funktioniert. Dann hat es eben gerade mal nicht funktioniert. Wir brechen da jetzt an der Stelle mal wieder ab. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Route abbrechen. Genau, da wollen wir jetzt gar nicht hin. Wir gehen jetzt mal, wir sind jetzt hier gerade im Navigation. Finde ich auch ganz toll. Man kann halt wieder mit dem Rad rein und raus zoomen. Ja, wir sind halt hier in Mariendorf, ist ja klar, Großbärenstraße im Autohaus Dinnebier. Und fahren können wir jetzt leider nicht damit, weil wir halt noch keine Zulassung für den Wagen hier dran haben. Aber wie man sieht, man kann halt hier wunderbar rein und raus zoomen. Das funktioniert. Man kann auch wieder die Karte entsprechend einstellen, ob man genordet haben will oder in Fahrtrichtung, wie auch immer. Wir können hier die Lautstärke einstellen. Die Zielführung findet in dieser Lautstärke statt. Die Zielführung findet in dieser Lautstärke statt. Die. Man kann es auch abschalten, wer das Geplapper nicht immer haben will. Finde ich wirklich sehr gut. Das ist halt die Navi. Hier sind wir jetzt wieder im Navi-Menü. Hier kann man halt die voreingestellten Geschichten nehmen. Adressbuch kann man speichern. Wir können auch eine Adresse von Hand eingeben. Das funktioniert auch alles. Wir kommen immer wieder zurück. Das können wir auch einmal zumachen. Wir können jetzt hier auch direkt, was ich sehr schön finde, das funktioniert halt wahrscheinlich auch sehr gut mit dem UFO. Wir können halt hier jetzt auch den Service anwählen. Und hier unten haben wir auch Möglichkeiten, uns unseren Wohnort anzulegen, zu speichern, unseren Arbeitsplatz. Und dann haben wir noch 4 weitere. Ich gucke gerade mal, ob hier noch welche kommen. Nein, tun sie nicht. Also 4 weitere Möglichkeiten zum Speichern sind hier noch mit drin für Adressen. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir Sternchen. Da kommen wir jetzt zu der erweiterten Einstellung. Da können wir so einiges einstellen. UFO ist beispielsweise hier, das ist ja auch immer wunderbar. Benutzer definiert, das kann man hier alles wunderbar. Ich will es ja auch nichts großartig einstellen. Das sollen die Leute hier mal selber machen. Hier haben wir auch Radio. Logisch. Aber gerade kein Empfang. Warum auch immer. Ich will jetzt hier auch gerade nicht so viel rumdrücken. Medien. Keine Medien verfügbar. Medien würde heißen, ich würde hier unten jetzt was anschließen und hatte ein Medium angeschlossen. Ich muss mal ein bisschen weiter runter gehen. Hier unten in der Lücke, da sehen wir es. Da können wir halt einen USB-Stick beispielsweise anschließen oder auch andere Geräte, die halt Musik wiedergeben. Und hier haben wir nochmal Setup. Hier können wir nochmal das Fahrzeug einstellen. Jetzt gehen wir mal ins Hauptmenü, beziehungsweise in die Hauptansicht, die Home-Ansicht sozusagen. Da haben wir hier die Navigation wird angezeigt, wir haben das Radio angezeigt und wir haben die Daten für den oder über den Status halt der für das Fahrzeug. Ja, hier Mitteldingsbums, das Kleine will ich euch auch nicht vorenthalten, dann gehe ich nochmal ein bisschen weiter rein. Ich fühle das hier gerade so ein bisschen außer Hand, ist ein bisschen unhandlich, aber das kriegen wir schon hin. Ja, wir haben jetzt hier die Einstellmöglichkeiten. Wir können hier uns den Verbrauch anzeigen lassen, den wir im Fahrzeug haben. Dann haben wir einen Kompass drin. Hier haben wir den Spurhalteassistenten, der natürlich nur funktioniert, wenn das Fahrzeug fährt. Hier haben wir die ganzen Einstellungen, Head-Up-Display beispielsweise. Das haben wir hier oben schon ausgefahren. Das kann ich ja mal einfahren, damit ihr das seht. Da gibt es ja hier unten Head-Up-Display. Wenn ich da drauf drücke, macht das Ding Krach und es verschwindet. Und dann fährt da auch so ein Deckel vor, dass da kein Dreck reinkommt. Finde ich wirklich sehr gut. Und
Und dann kann man da halt Einstellungen vornehmen. Momentan sehe ich da gar nichts, weil das nicht in meiner Lage eingestellt ist. Aber da können wir ja nochmal reingehen. Head-Up-Display, okay. Ich will jetzt die Position Y und gehe da mal ein wenig nach oben. Nein, ich muss nach unten, muss ich so. Und jetzt will ich mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ich muss das vielleicht ein bisschen dunkler gestalten hier gerade mal. Ah, ich kann jetzt hier gerade die Helligkeit nicht so einstellen. Ach, ist ganz schwer zu sehen auf der Kamera, aber doch, man kann so ein bisschen was erkennen. Man kann halt jetzt... Ah, da muss ich nochmal rein. Der hat mich gerade rausgeschmissen aus dem Programm. Ja, also ihr seht es jetzt hier auf der Kamera, man kann halt den Neigungswinkel einstellen. Wenn ich jetzt sage, das ist okay, dann gehe ich in die Rotation und kann jetzt hier auch noch ein bisschen was einstellen, wobei ich das gerade selber nicht sehen kann. Ich sehe es nur über die Kamera. Ja, man kann es nach links und rechts drehen, ob der Kopf schief ist oder nicht. So eine Sachen sind da halt zum Einstellen. Die Helligkeit können wir einstellen. Maximale Helligkeit habe ich jetzt. Ich kann auch die Helligkeit runterdrehen. Das wäre dann soweit. Also so, dass das auch nicht blendet. So, geladen wird ja übrigens jetzt der neue E-Soul nicht mehr mit Schademo und Typ 1. Ach, jetzt ist zu, kann ich gar nicht aufmachen. Nee, ist egal.